Nein, Tischkicker wird nicht nur in verrauchten Kneipen gespielt. Um am Kicker mehr als nur rumzuballern, braucht es Fingerspitzengefühl, Können und viel, viel Übung. Echte Profis sind die Osthessen-Kicker in Großen Lüder. Und da trainiert auch ein echter Weltmeister, der Juniorenweltmeister Jernik Hartmann. Also viele Menschen denken, dass Tischfußball ein Kneipensport ist, dass man nur trollert oder draufschießt, aber bei uns gibt es verschiedene Taktiken, Stellungsspiele. Wir spielen zum Beispiel wie beim richtigen Fußball den Ball nach vorne und schießen an ein Tor und nicht wie in den Kneipen einfach wild draufgeschossen. Das Ballgefühl muss man erst sehr lange üben, dafür habe ich bestimmt ein Jahr gebraucht, bis man das richtig beherrscht und muss mal halt dranbleiben und ehrgeizig sein, damit man das packt. Am Wochenende richten die Osthessen-Kicker die Osthessen-Meisterschaft im Kickersport aus. Da dürfen auch Amateure teilnehmen. Zwei davon haben sich Yannick und Alex, der Osthessen-Meister, unter die Fittiche genommen und wollen sie fürs Turnier fit machen. Bei den beiden handelt es sich um Sali und Julian, die nun bei den Osthessen-Kickern trainieren. War eine ziemlich coole Aktion auch. Wir waren jetzt ein paar Mal da, bekommen Taktikbesprechungen und sowas. Und ja, wir wollen mal schauen, wie das dann wird beim Turnier, ob wir überhaupt eine Chance haben. Uns wurde gesagt, okay, so schlecht sind wir nicht. Jetzt nehmen wir das schon ernst. Also wir wollen nicht Letzter werden. Also der Janik und ich fahren seit den letzten Wochen öfters mal ins Studio von Sali oder Sali und Julian kommen mal hierher zu uns zum Trainieren. Und so zum Vergleich, zum ersten Mal ist da schon eigentlich eine Kurve nach oben zu sehen. Und mein Ziel ist es eigentlich, die beiden unter die Top 10 zu platzieren. Und da müssen wir aber noch die nächsten anderthalb Wochen ordentlich angreifen. Der Sali, der ist besser vorne. Also man merkt das schon, der ist einfach noch schneller bei den Toren. Ich bin hinten, halt die Kiste dicht und das wird auch unsere Taktik sein. Also wir werden dann versuchen, auch dann in dem Turnier, ich halte die Kasten sauber, du machst vorne die Dinger. Ich glaube, das ist ganz. Ich denke, das klappt schon irgendwie. Wir haben ja gute Trainer. Na, ob sie das packen? Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wenn du sehen willst, wie die zwei abschneiden, die Osthessen-Meisterschaft steigt am 16.02. im Lüderhaus. Und wenn du selbst mal Lust hast zu kickern, jeden Freitag ist bei den Osthessen-Kickern offenes Training.